Den oder die Ox Stomp von Universal Audio habe ich heute für dich zum Test. Wir klären, was das Ding taugt, was das Ding ist und was es nicht ist, vor allem auch. Und kurze Backstory. Ich hatte bis vor kurzem die große Oxbox hier in meinem Amp-Rack drin. So, die große Oxbox, was ist das? Das ist ein sogenannter Attenuator, das heißt, der macht die Leistung eines Röhrenamps weniger, sodass du es auf Zimmerlautstärke spielen kannst. Und gleichzeitig hast du da drin eine Speaker-Simulation. Und das ist kein einfacher IR-Loader, also Impulse-Response-Loader, wo man einfach so diese Impulse-Responses, die man überall kaufen kann, reinladen kann, sondern die Boxen werden dynamisch simuliert. Und das klingt schon ein bisschen anders, reagiert ein bisschen anders und ist schon eigentlich das Nonplusultra der Speaker-Simulation. Das hat die Oxbox mit drin, zusätzlich noch einen geilen Kompressor, einen geilen Hall, ein Delay, auch ein sehr gutes Delay. Durch das Delay kann man auch Chorus-Effekte machen, aber die habe ich nie ausprobiert. Und ja, das Ding kostet mittlerweile 1500 Euro, also diese große Box. Und was ich jetzt hier habe, das ist die Ox Stomp. Da ist alles von der großen drin, außer, und jetzt ganz wichtig, außer dem Attenuator. Das heißt, du kannst keinen Speaker-Out von einem Amp an diese kleine Box anschließen, sondern nur ein Line-Signal ohne diese Leistung, also ohne 100 Watt Röhrenpower. Sonst geht das Ding sofort kaputt. Nur um es mal ganz deutlich zu sagen, nur weil Ox draufsteht und die Optik ähnlich ist, du kannst keine Box anschließen. Das Teil machst du also hinter einen anderen Attenuator. Bei mir läuft das momentan über die Powerstation von Fryett, wo das hinten angeschlossen ist. Die ist gerade ein passiver Attenuator, macht also die Leistung von derzeit meinem Soldano jetzt runter und du hörst das Ganze jetzt über die Oxbox. Ox Stomp, ja? Okay, wir haben es also jetzt hier mit einem Gerät zu tun, was mir dynamische Speaker-Simulation liefert. Alle möglichen Boxen sind da drin. Zusätzlich habe ich Delay, Reverb und einen richtig guten Kompressor drin. Das Ganze in dieser Box für sage und schreibe 429 Euro und bereits 8 Wochen auf Backorder, weil die irgendwie jeder haben will. So, Anwendungszwecke, eins habe ich schon gesagt, hinter einen echten Attenuator oder wenn dein Amp ein DI-Out hat, also ohne Leistung, wie zum Beispiel mein Engel hier. Oder wenn du das Ding hinter deinen Modeler schalten willst, bei dem eventuell die Speaker-Simulation nicht ganz so geil ist, wie zum Beispiel bei einem Helix oder so. Ja, oder du willst einfach mehr Möglichkeiten haben, hast zum Beispiel von UAD eine dieser Amp-Simulationen oder du hast was von TC, The Amp-Work-Serie oder sowas, ja? Und dann kannst du das hinten dran schalten und hast dann wirklich die geilste Speaker-Simulation am Markt. Was hier so ein bisschen unterscheidet auch, ist, du hast 2 Mikros, ja? Gut, das hast du bei IRs manchmal auch. Du musst es meistens dann mixen, also brauchst schon 2 IR-Slots. Das haben die meisten schon wieder nicht, ja? 2 Mikros kannst du mixen. Das ist zwar einfach über diese Dinger hier, über diese Regler, ja? Und was du noch hast, du hast einen Raumregler. Das sind nämlich zusätzlich noch Raummikrofone abgenommen. Also, die sind natürlich simuliert, ja. Und mach mal ganz ohne Raum. Und jetzt mache ich mal Raum voll auf. Gerade über Kopfhörer. Klingt das fantastisch, wenn du so ein bisschen Raum reinmischen willst. Apropos Kopfhörer. Erster Kritikpunkt. Kein Kopfhörerausgang. Leider. An dem Ox Stomp. Das wäre geil gewesen. Denn das setzt du ja an die Ende deiner Kette. Also an das Ende deiner Kette. Heute habe ich es aber mit dem Pronomen, ne? Setzt du an das Ende der Kette. Wenn es zum Beispiel jetzt ein Helix Stomp passt, mach die Speaker-Simulation aus, setzt das hinten dran und dann möchtest du natürlich gerne Kopfhörerausgang. Nee, leider nicht da. Also, erster Kritikpunkt, der hätte wirklich reingemusst, UAD, ja? Kritikpunkt. Aber ansonsten, ja, gucken wir mal, was haben wir denn noch für Regler?
Wir haben Speaker Dry. Machen wir mal mit einem Clean Sound. Ich habe hier meinen Soldano mit einem Clean. Okay, der zerrt schon ein bisschen. Mach ich mal hier die Mittelposition. Speaker Drive auf 0, ja? Speaker Drive volle Otze. Das ist eher so eine Art Kompression, die da passiert, ja? So, der Regler macht im Prinzip Output, ja? Also Ausgang. Und mit diesen Schaltern kann ich die verschiedenen Mikrofontypen bestimmen. Wir machen mal beide in die Mitte und ich mache jetzt zwar zweimal dynamisch. Das ist ein SM57, was simuliert wird. Mach mal verzerrt, dann hörst du die Unterschiede besser. Ah, der Amp, über den ich spiele, ist übrigens ein Soldano SLO30. Ja, beides dynamisch, beides Kondensator. Und beides Benchen-Mikrofon. Das kannst du alles noch an dieser Box regeln. So, der letzte Regler ist der in der Mitte. Da sind 6 Presets eingespeichert. Hören wir jetzt einfach mal durch, ja? Jetzt hast du schon den Hall mit drin, der hier eingebaut ist. Und der letzte. Da ist jetzt auch ein richtig geiles Delay mit drin. Das ist für so ein Lead-Song, ja. Geiles Delay und Hall drin. Top. So, das kannst du an der Box machen und du kannst jetzt auch hier nachträglich noch die Mikrofone verändern. Raum wegnehmen. Raum dazu machen. Und so weiter. So, jetzt denkst du, ja, aber das Ding soll doch viel mehr können. Wie bediene ich das denn jetzt? Das bedienst du über eine Smartphone- oder Tablet-App. Die habe ich hier auf meinem iPhone auch schon installiert und da hole ich mir gleich den Ständer dazu. Was du vorher machen musst, bevor du die App benutzen kannst, ist deine Aux Stomp registrieren bei UAD. Und mein Gott, habe ich geflucht. Mein Gott, habe ich geflucht. Du schließt das nämlich an die App an und dann sagt der registrieren, Fragezeichen, und dann klickst du ja und dann sagt er registrieren nicht möglich. 5000 Mal probiert, mit anderem Internet, App neu installiert, App gelöscht, bla 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 bla. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und ich kenne mich mit dem Mist aus. Ja? Henning angerufen, ne, Henning Pauli, HP42, dann sagt er, ey Bernd, du musst das doch mit USB-C an deinen Rechner anschließe und dann die App runterlade von UAD und mit der registriere. Übers Handy geht das nicht. Und ich denke, ja, toll, könnte man ja auch mal hinschreiben. Zweiter Kritikpunkt, Installation und Registrierung. Sorry, aber das geht gar nicht. Das muss man draufschreiben, dass man das einmal über USB-C an den Rechner anschließen muss, was ja kein Problem ist, ja. Aber gut, du brauchst halt schon wieder einen Rechner. Hätte nicht sein müssen. Könnte man ja auch über die App registrieren. Ne? Zumal er einen ja fragt, ob er es registrieren will. Gut, also machen wir jetzt die App. Dazu hole ich mir mal den App-Ständer. Oh, nee, den Handy-Ständer hier. Übrigens, geiler Ständer von Gravity. Oh. Jetzt hört ihr natürlich auch ein bisschen mehr Nebengeräusche, weil das Handy natürlich in die Gitarre einstreut. Ne? Ist halt nicht so optimal. Okay, von der App werde ich begrüßt mit diesem Bildschirm. Wenn das registriert ist, man muss es erst mit Bluetooth pairen und so, steht aber auch in der Anleitung geschrieben, die ist ganz gut dargestellt. Dann klicke ich hier drauf und dann lädt der, wir warten noch kurz. Dim, 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 dim.
Tap Pedal Tile again to retry connection. Okay, nach dem dritten Versuch hat er dann die Oberfläche geladen. Also die App braucht noch ein bisschen Arbeit. Bluetooth ist halt leider kein zuverlässiges Dings, ne? So, und jetzt können wir auch hier direkt sehen, wir sind jetzt hier bei Rig Assignments und das ist im Prinzip das, was dieser Schalter hier macht. Und wenn ich jetzt den Schalter drehe, kannst du wahrscheinlich gleich in der App sehen, dass er umspringt. Ja, das ist instant, also das ist genau dann, wenn ich drehe, springt er um. Okay, also sobald die Connection mal aufgebaut ist, funktioniert es. Und das erste, was wir hier hatten, war Higher Mark. Wenn wir da jetzt draufklicken, was passiert dann? Da können wir für das Rig 1 verschiedene Presets auswählen. Wir können zum Beispiel jetzt hier hingehen und sagen, wir nehmen Limelight. Oder Mid-Honk. Das wäre jetzt praktisch mit 4x12 Super 80. Jetzt haben wir 4x12 GB25, das heißt Greenback 25. So typische Marshall-Boxen. Apropos Marshall, lass uns dafür einen anderen Amp nehmen. Und zwar habe ich hier mein SV20H verkabelt. Marshall, also echter Marshall. Ich glaube, ich muss hier nur was einstellen, denn ich habe eben hier ein Noise Gate reingemacht, weil ich ein bisschen Nebengeräusche wegen den ganzen Kameras hier hatte. Okay, das Nebengeräusch ist weg, sehr gut. Klingt geil, oder? Ich habe jetzt einfach mal ein paar Presets ausprobiert. Gehen wir mal auf einen anderen Boxentyp. Also du siehst, es sind unglaublich viele Presets hier drin für jeden Boxentyp. Ja, klingt super. Und es ist auch genau beschrieben, welche Mikrofone verwendet werden und welche Box verwendet wird. Wir gehen mal ein bisschen weiter hoch, da waren noch andere, modernere Sachen. Und das sind auch 1x12 Speaker und 2x12 Speaker. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Blackface Deluxe Brown Sugar Room Slap. Okay, also Presets auswählen, wunderbar, sind ganz viele drin. Wer sich nicht damit beschäftigen möchte, steppt einfach durch die Presets, speichert es dann auf einem Assign-Knopf ab und kann das dann auf dem Boden einfach auswählen und muss nie wieder in die App rein. Ja? So habe ich es übrigens bei meiner Oxbox gemacht. Ich habe 5 Slots belegt mit meinen Lieblingsspeakern und habe die App nie wieder aufgemacht, einfach nur den Regler rumgeschaltet. So, was wir noch gar nicht besprochen haben, sind diese Knöpfe hier. Und da gehe ich jetzt mal auf. War das hier Settings? Genau, da kannst du nämlich hier den Foot Switch Mode bestimmen. Und da hast du verschiedene Sachen zur Auswahl. Du kannst sagen A, B und wenn du dir nochmal drückst, ist aus. Dann kannst du sagen Delay Reverb, also Delay Reverb an ausschalten. Du kannst sagen A, B, C, D, also du drückst hier drauf, dann ist es A. Nochmal drücken ist B, drückst hier drauf, dann ist es nochmal A und nochmal B. Und dann kannst du A, B und Delay, A, B und Reverb und A, B und Effects. Und mit Effects meinen die, glaube ich, Chorus und sowas. Ja? Das kannst du auswählen. Du kannst es nicht frei bestimmen, was auf jedem Schalter drauf ist. Du hast diese 6 Möglichkeiten. Was ich ausgewählt habe, ist A, B und Effects. Ach genau, das ist Reverb und Delay. Das heißt, ich habe jetzt hier nichts und dann habe ich hier alle Effekte, die in dem Preset eingestellt sind. Du kannst auch in dem Preset Delay auf 0 schalten, dann hast du nur Reverb an. Ja, wir machen mal nochmal auf ein Preset, was ich mag. Mach das mal dazu. Also, du kannst dir deine 2 Lieblingspresets hier auf A, B legen. Und dann hier Reverb und Delay an- und ausschalten. Und ja, das mache ich und mehr brauche ich nicht. Ich habe mir da einmal die Greenbacks und einmal eine V30, englisch V30 gelegt.
und schalte das hin und her und mache damit eigentlich alles. Ja, also mehr brauche ich nicht. Und wenn ich doch mal mehr brauche, habe ich ja immer noch den Schalter. Da muss ich mich halt bücken, weil normalerweise liegt das Ding genau da. Und ich muss auch sagen, die Kombination mit der Powerstation, meiner Ansicht nach dem besten Attenuator auf dem Markt, und der Aux Stomp, das ist... Und jetzt kommt's. Kostet zusammen ungefähr so viel wie die originale Aux-Box mit dem Attenuator drin, der allerdings nicht so gut ist wie der bei der Powerstation. Und die Powerstation hat noch eine Röhrenendstufe mit drin. Also das ist für mich das Nonplusultra. Geiler geht's nicht. Und ich hatte es die ganze Zeit mit IRs über den Computer laufen. Das war nicht so geil wie mit dem Ding, muss man leider sagen. Also auch wenn ich diese zwei Flaws hier habe, dass es keinen Kopfhörerausgang hat. Gut, den ich jetzt hier nicht unbedingt brauche, aber es wäre schön. Viele bräuchten den wahrscheinlich. Und diese App, die halt schon ein bisschen, ja, und dieses Installieren. Aber gut, das machst du einmal, wenn du es weißt. Und du hast den Testbericht hier geguckt, du weißt es jetzt, dass du es am Anfang mit USB-C-Kabel an den Rechner anschließen musst, um es zu registrieren. Richtig? Weißt du jetzt. Okay. So, was können wir denn noch machen? Wir können natürlich das Ganze komplett editieren mit, allen Möglichkeiten hier. Ich gehe mal in Cabinet, ja? 4x12 Cabinet. Dann nehme ich jetzt mal... Oh, guck mal hier, wie viel wir da haben. Oioioi. Ich nehme aber jetzt mal die UKV30. Ich gehe wieder auf meinen Soldano. Jetzt stelle ich mir das ein, wie ich Bock drauf habe. Okay? Dynamic 57. Mal gucken, ob das bleibt. Nee, Dynamic 421, das ist das Sennheiser. Das da. Komm, stell scharf. Yes. Jetzt hat das scharf, jetzt hat das scharf. So. Hör mal, das ist schon anders, ne? Ich mach mal Mikro 2 aus. Ein bisschen differenzierter. So, Mikrofon 2 lasse ich auf Ribbon und schalte es wieder dazu. Ich kann jetzt parallel natürlich hier mit den Knöpfen hier arbeiten, die sich natürlich praktisch, genau, du siehst hier Level, Mikro 2, der bewegt sich mit dem Knopf. Und das ist schon geil, oder? Also, dass das hier direkt reagiert über Bluetooth. Also, ich spüre keine Verzögerung. Ist krass, ja? Mal Mikro 1. Genau, ich will es nicht pennen. Jetzt noch ein Low-Cut reindrehen. Oder auch das drin lassen. Und hier den Level bestimmen. Ne? Raumanteil. Du kannst pro Mikrofon ein EQ legen, zum Beispiel High- und Low-Cut reinmachen. Den muss man hier erst anschalten, das habe ich leider nicht gemerkt. Und auch High-Cut und Low-Cut muss man anschalten. Und dann kann man hier... Ja. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass er die Frequenz nicht anzeigt. Also musst du dein Gehör benutzen, um das einzustellen. Machen wir wieder aus. Dann hast du Raummikrofone, wo du auswählen kannst, welches. Ja? Kannst zum Beispiel auch sogar für Raummikrofon kannst du Ribbon auswählen. Ich würde da eher Kondenser, das ist Mono, okay. Nee, ich will Ribbon Stereo. Also du kannst jetzt hier das tweaken bis zum geistigen Stillstand. Dann hast du hier unten noch ein Master EQ. Dann kannst du auch hier alles legen, High-Cut, Low-Cut und so weiter, ja. Master-Output kannst du bestimmen und dann hast du hier diesen geilen Kompressor, ja. Kannst du auch bestimmen, an- ausmachen. Hast hier das Delay. Das kannst du natürlich auch einstellen. Was jetzt hier natürlich nicht drin ist, ist ein Tap-Tempo.
Wäre natürlich geil gewesen, wenn man den einen Schalter hätte legen können auf Tap Tempo, aber ja, man muss noch die Kirche im Dorf lassen. Das Delay ist ja nur eine Zugabe. Dafür ist es verdammt geil. Also es wäre auch als eigenständiges Delay geil, halt ohne Tap Tempo. Kannst alles einstellen, was du willst. Du kannst sogar ein Ping-Pong-Delay einstellen. Geil. Also das Delay ist tierisch, brauchen wir gar nicht reden. Und der Reverb ist auch tierisch. Das ist ein Plate-Reverb, ja? Und den machen wir mal jetzt schön laut. Und machen mal Clean Sound. Und zeige ich dir mal was. Ja, ist schon ziemlich lang. Vielleicht nicht ganz in Ambient-Niveau, aber ein richtig, richtig geiler Hall. Ja. Also was Speaker-Simulation angeht und im Prinzip, wenn du zu Hause Röhren-Amps spielen willst und du hast schon einen Attenuator, der ein DI-Out hat, wie zum Beispiel Powerstation oder von Tone King die Teile, oder du hast einen Amp, der so einen Ausgang hat, wie zum Beispiel so ein Engel, kannst du das Ding hier anschließen und hast einen Wahnsinns Sound. Einen Wahnsinns-Sound. Eine Sache muss ich sagen, es ist keine Endstufensimulation drin. Das heißt, wenn du ein DI-Out an einem Amp hast, fehlen dir eventuell so ein bisschen der Charakter der Endstufe und so. Also ich würde schon sagen, die Goldlösung ist ein geiler Attenuator. Und dann das Ding hinten dran. Oder du kannst natürlich statt einem echten Amp vorne dran auch einfach einen Modeler nehmen. Auch gerade billige Modeler werden damit enorm aufgewertet. Ja, ich habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen an Features, aber das Video ist schon verdammt lang. Und ich denke, wenn du dafür Interesse hast, wenn das was für dich ist, wirst du jetzt schon sowieso denken, oh, brauche ich. Ja, und wie du gesehen hast, viele Leute brauchen oder wollen. Wollen und brauchen ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Backorder 6 bis 8 Wochen. Und die haben bestimmt damit gerechnet, dass viele Leute das Ding haben wollen. Wobei ist im Moment ein B-Stock für 399 € verfügbar. Ja. Sofort lieferbar. Naja, das ist wahrscheinlich weg, wenn du das Video guckst. Aber ja, also die Möglichkeiten sind enorm. Du hast aber auch Presets drin. Andere Reviewer, wo ich das geguckt habe, sagen, dass jetzt für die Ultra-Heavy-Fraktion ein bisschen zu wenig Angebot drin ist. Also du hast im Prinzip für Ultra-Heavy so eine Marshall-Box, du hast die UK V30 und du hast die kalifornische V30, also die ganz normale Mesa Boogie, die jeder nimmt. Die hast du schon drin mit den entsprechenden Mikros und du kriegst schon auch Heavy Sounds raus. Ja, also ich finde das nicht eingeschränkt, aber wenn du da jetzt wirklich das allerletzte rausholen willst, was das Ding nicht kann, ist IRs laden, ja? Also wenn du ein IRs hast, die du geil findest, brauchst du das Teil aber auch nicht. Da holst du dir einfach einen billigen Loader von TC Electronics oder sowas. Der macht dann einfach den Job. Oder du lädst das direkt im Rechner rein und hast dann auch alles, was du da brauchst. Aber das ist Dynamic Speaker Simulation. Und wenn ich über meine Röhren-Amps spiele, nehme ich das. Ja, weil es geil ist. Full Disclaimer: Ich wollte mir eigentlich das Ding kaufen, habe es gesehen bei Thor und habe gedacht, nee, Moment. Ich schreibe jetzt mal Universal Audio an, ob sie mir vielleicht für ein Review eins schicken. Und das haben die gemacht. Das heißt, die Box habe ich gekriegt und drehe ein Video darüber. Die haben absolut nicht beeinflusst, was ich darüber sage. Und ja, nur dass du das weißt, also ich habe das Ding gekriegt und die Bezahlung ist praktisch das Video. So läuft das manchmal. Aber das war meine Initiative. Es kam jetzt nicht UAD auf mich zu und hat gemeint, mach mal ein Video über die Oxbox, Oxstomp und sag mal was Schönes dazu. Und dazu muss ich ja auch sagen, ich habe ja meine Oxbox, die Originale, verkauft. Aber das war halt nur wegen dem Attenuator, weil ich einfach einen flexibleren Attenuator wollte. Und den habe ich hier. Aber die Speaker-Simulation habe ich tatsächlich, als ich die verkauft habe, vermisst. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass die Ox Stomp rauskam. Okay, das war's zu diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Schreib mir mal irgendwas Schönes in die Comments für den Algorithmus. Wäre ganz lieb von dir. Und natürlich Kanal abonnieren, Glöckchen drücken. Ja, bis dann, mach's gut und ciao.